Ken. Was? Epstein war ein Vater für Sie. Für uns alle. Sie haben ihn geliebt? Ja. Wie man einen Vater so liebt, hm? Sag nichts mehr. Was war das für ein Gefühl, als er sagte, spring in die Grube? Das ist nicht nett, Frau Blond. Das war eine Probe. Das war eine Probe, klar. Aber Sie wären tot gewesen. Falsch, Frau Blond. Ken wäre tot gewesen. Nicht ich. Das ist ein Unterschied. Gut, Ken. Erzählen Sie mir von Ken. 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 Ken ist gerecht. Er glaubt an das Gute. Weil es nicht vergeblich ist, wenn man die Hoffnung nicht verliert. Und wenn wir uns an die Seite der Schwachen und Wehrlosen stellen. Er steht für die Liebe. Er steht für die Reinheit, die wir alle verloren haben. Und er liebt die Natur. Ja. Und da kommt Epstein und sagt, spring in die Grube. Und da wurde Ken sehr böse und stieß ihn in die Grube, ja? Wieder falsch, Frau Blond. Ken wird nicht böse. Das ist nicht seine Natur. Er hätte das nie getan. Ich habe es getan. Ich wurde böse. Ich, der kleine Fliesenleger. Ich habe den großen J.J. Epstein, den Herrscher über Leben und Tod, den Herrscher über uns alle. Ich habe ihn!